So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Wir gehen hier rein. Wir schauen mal, was da abgeht in dieser Höhle. Okay. Okay, die Flammen habe ich ausgerüstet. Ich denke, die sind hier von Nutzen. In einer Eishöhle. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Wir werden sehen. Schauen wir mal, was da so kommt. Ist da jemand? Oh, was ist denn das? Geist? Wow, 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 wow. Ich hab's von euch. Schnell heilen. Komm auf. Okay. Exoplasma. Okay, wir haben ein Tagebuch gefunden. Na, das Ektoplasma nehme ich mal mit. Warum auch nicht? Hallo? Ist hier ein Geist? Nö. Na gut, haben wir es hier also mit Geistern zu tun. Okay, hier findet man nicht wirklich was, ne? Na gut, wir müssen wahrscheinlich hier drin nur die Bücher suchen. Oh, shit. Ich hänge. Ich weiß nicht, was oben ist. Eine Kiste. Okay, gehen wir da mal hin. Gold. So, gutes Zeug ist hier nicht drin. Das finde ich halt schade. Hier müsste viel mehr gutes Zeug in der Kiste sein oder so. Zumindest bei den Kisten, die auf schwierig zum Aufschließen sind oder so. Ich finde das nicht so prickelnd, muss ich ganz ehrlich sagen. Viel und sehr oft Scheiß drin, wo man nicht braucht. Ja, da ist jemand. Hier drüben! Ja! Ja. Verdammt, stopp endlich!
Okay, eins fehlt noch. Thronsaal. Okay. Was? Was, was? Okay, da hinten sehe ich einen Geist. Hier geht's wohl nicht lang. Ja gut, come on, Sonja. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Was? Okay. Ist da jemand? Ja, da ist jemand. Ah, ich komme. Ein Spielzeug. Okay. Okay, heilen wir uns erstmal. Sonja macht das schon. Richtig? Ah, ich sehe ihn schon fallen. Aha. Arondils Schlüssel. Dim, dim, dim. Großer Seelenstein. Okay. Hallo? Oh. Sorry. Aber schlafen solltest du für immer. Oh. Okay, alles. Her damit! Immer her damit! Mit dem ganzen Schissel. Oh, das sieht auch gut aus. Okay, was haben wir da? Innovation of Azura. Okay, das haben wir gesucht. Den nehme ich auch mit. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Funken habe ich, glaube ich, schon. Habe ich, glaube ich, schon, ne? Moment, ich guck. Nein. Magie. Zerstörung. Funken. Okay, Hammer. Alles klar. Lass ich liegen. Brauchen wir nicht. Hier ist noch ein Trank. Den nehmen wir noch mit. Alles fantastisch. Money. Money, money. Money, money, money. Money. So. Da geht's wahrscheinlich raus. Und hier auch. Hier ist ein Hebel. Okay. Gucken wir erstmal hier. Was geht? Okay, das scheint... Oh, Sonja. Du bist mir mal wieder im Wege. Okay. Euer Geld nehme ich mit. Den Rest brauche ich nicht. Was haben wir hier? Ein Feuer. Hm. Eisentürmeister. Okay. Geht anscheinend doch so. Wo kommen wir raus? Manchmal. Na gut.
Dann raus hier. Würde ich mal dezent sagen. Ging schneller als gedacht. Wo müssen wir das denn abliefern? Ach, das war hier. Okay. Und das? Wo kommt das hin? Auch da. Okay, ja gut, dann kann ich da so oder so hin. Dann habe ich zwei auf einen Streich sozusagen. Das ist gut. Das ist fein. Genauso muss es sein. So. Okay. Gucken wir erstmal, dass wir das eine Buch abliefern. Der pennt ja schon wieder. Ja, bitte. Hier ist das Ihr Buch. Scheint noch in einem Stück zu sein. Und noch viel wichtiger, das Buch ist es auch. Danke. Bitte. Wer ist denn dieser Orthorn? Er war ein Lehrling hier an der Akademie. Nicht besonders geschickt, aber er schloss sich einer Gruppe Magier an, die Gefallen an ihm fanden. Als sie gingen, folgte er ihnen. Er stahl einige Vorräte und Bücher der Akademie. Vermutlich, um sich einzuschmeicheln. Okay. Hat's niemand interessiert, dass er was gestohlen hat von dieser Akademie? Nicht genug, um etwas dagegen zu tun. Erzmagier Aaron vertraut darauf, dass derartige Dinge sich von selbst bereinigen. Mir scheint jedoch, dass ihr euch nun um das Bereinigen kümmert. Viel Glück. Gibt es Angelegenheiten, bei denen ich helfen kann? Warum sind die so ein bisschen dämmerlich? Nennen wir es einfach eine Meinungsverschiedenheit mit der Akademie. Sie interessierten sich für Forschung, die Grenzen dessen überschritt, was an der Akademie erlaubt ist. Also wurden sie gebeten zu gehen. Natürlich. Wäre dem nicht so, wären diese Bücher noch vor der dritten Ära verbrannt worden oder im Nichts verschwunden. Magier müssen immer wieder daran erinnert werden, sorgfältig mit dem Forschungsmaterial umzugehen. Okay, was hast du noch für Sachen? Es gibt noch mehr Bücher, die gerettet und im Arkaneum untergebracht werden müssen. Na gut. Also gut. Ich habe euch den Namen des letzten Ortes aufgeschrieben. Lasst euch nicht umbringen. Okay, und... Bis zum nächsten Mal. Gut. Was ist mit der anderen Quest? Hier. Wo muss ich hier hin? Auch zu ihm? Nee. Okay, da zeigt man es hier hin. Oh! Falscher Button. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jetzt hier so schnell unterwegs bin. Verdammt. Nein, nicht runterfallen. Oh mein Gott.
Okay, bin ich jetzt hier richtig? Hm, anscheinend schon. Maik hat gehört, dass die Einwohner von Himmelsrand besser aussehen als die jetzt. Überhaupt nicht, wo ich hin muss, aber da ist noch ein Drache in der Nähe anscheinend. Na gut, gehen wir mal in Richtung Drache. Warum nicht? Okay, wir kommen dem Drachen auf jeden Fall näher. Vielleicht sollte ich vorher mal abspeichern. Da sitzt er. Schönes Bild. Bergantor entdeckt. Okay. Und du sitzt nur da oben. Okay. Okay. Na komm. Komm runter. Trau dich. Runterkommen. Das wäre besser. Ich glaube, ich muss meine Heilung hier ein bisschen verpassen. Jetzt. Komm, Sonja, schnell!
Das war nicht allzu schwer. So, jetzt muss ich noch gucken, wo muss ich jetzt hin? Jetzt muss ich mal auf der Karte gucken hier. Wo führt mich diese Quest hin? Ach, guck mal, am Arsch der Welt führt sie mich hin. Okay. Hier ungefähr. Dann mache ich mir mal hier einen Marker hin und würde sagen, von hier aus vielleicht. Runter zu's. Ja, das könnten wir eigentlich machen. Machen wir das mal. Da wäre ich jetzt noch lang gelaufen, ja. Okay, ich nehme mal mein Pferd. Alter, dieses Oberteil sieht wieder aus, ne? Das ist wunderschön. Okay, probieren wir es mal so. Nö, es scheint auf dem Pferd funktioniert es nicht so gut. Na gut, egal. Es kommt ja nicht drauf an, wie wir aussehen. Okay, Pferdchen. Wir müssen irgendwie hier rüber. Ich glaube, wir kommen hier aber nicht rüber. Wo geht's denn hier lang? Okay. Sollte das so sein, dass wir hier mit dem Pferd rein können? Ah, okay. Das ist ein Durchgang. Alles tutti. Dann nach oben. Nee, wir müssen weiter nach oben. Ah, Pferd, einmal drehen. Oh nein! Ui! Ah, das war knapp. Okay, komm. Komm ich da irgendwie rüber? Pferdchen, spring! Spring! Ui, ui, komm! Hoch mit dir! Ah, shit, it doesn't work. Na gut. What? Das war doch jetzt gar nicht. Die Brüste. Die Brüste. Oh mein Gott. Oh Gott, Pferd, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Du warst das beste Pferd, das ich je hatte. Guck mal, wie es da liegt. Ach Gott. I'm so sorry. Okay. Ach, hier ist ein Meißen. Hier ist ein Hebel. Oh. War vielleicht keine gute Idee hier, ne? Ich wollte eigentlich hier rein. Hallo? Let me in? Geht nicht. Ah, hier ist noch ein Hebel. Okay. Ich vermute, wir brauchen hier mal Flammen. Flammen. Flammen? Burn? Gestrüpp? Burn, burn? Nee. Scheint nicht zu gehen, ne? Na gut. Dann nicht. Dann nicht. So. Gut, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Hier wollte ich eigentlich hin. Dann sollte ich vielleicht doch von hier unten reisen. Gehen wir mal dahin. Okay. Ach, mir tut so mein Gaul wieder leid hier, ne? Ich habe nicht damit gerechnet, dass der gleich verreckt, wenn ich hier ein bisschen wo runterspringe.
darf doch wohl nicht wahr sein, ja. Okay, ich muss hier irgendwie hoch. Ich guck mal kurz auf die Map. Hier werde ich nicht hoch können, ne? Denke ich mir mal. Hallo? Ich beklau dich mal. Who are you? I kill you. Sonja macht das schon. Auch gut. Bin ich jetzt hier überhaupt richtig? Jetzt zeigt der Pfeil hier wieder herüber. Habe ich noch was anderes angeklickt? Ach, scheiße, ich habe noch was anderes angeklickt. Okay. Also ich weiß auch nicht, wo der immerhin zeigt. Also irgendwie kapiere ich diesen Marker nicht. Ist schon manchmal sehr seltsam. Und warum kann sie hier nicht hochlaufen? Warum nicht? Warum nicht? Ich gehe jetzt einfach mal zu meiner Markierung. Ich habe keinen Plan, ob da überhaupt was ist. Okay, hier ist noch was in der Nähe. What? Was geht? Wer? Wo? Sonja? Kill the bear. Wo ist der Bär? Wo ist er denn? Ich hab doch gerade einen gehört. Hier, ich hör's doch. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Wo bist du, Bärchen? Ach, da oben. Wer unter dem Zeichen der Liebenden steht, verspürt immer den Trost der Liebenden. Alle Fertigkeiten verbessern sich schneller. Oh, wow, das ist aber eigentlich auch gut, ne? Das nehme ich. I take it. Auch wenn das Schlossknacken gut war, aber das ist auch sehr gut. Greenwoods, wo bist du? Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Okay, egal. Gehen wir weiter. Okay, hier ist eine Ziege. Was haben wir hier? Ist das so ein Drachengrab oder nicht? Okay, ich bin gleich an meiner Markierung. Oh,
Okay, ich geh jetzt mal hier hoch. Ich habe echt keinen Plan, wohin ich muss. Sieht man aber hier auch. Was ist denn das? What is this? Was bist du? Wist Mother, okay. Okay, Sonja. Die ist wohl ein bisschen stärker. Oh Gott, wir sind gleich heil. Oh. Haben wir sie? Okay, gut gemacht. Gut gemacht, Lady. Okay, ich bin jetzt aber immer noch nicht hier, wo ich hin wollte. Was ist das? Ihr Lichterkern. Okay. Nehmen wir mal mit. So neblig. Nicht ein Drache? Ah, doch, hier. Okay. Eigentlich wollte ich jetzt nicht auf Drachenjagd gehen, sondern diese Bücher abliefern, aber irgendwie zieht's mich jetzt magisch dahin. Ich will zum Drachen. Oh, shit. Hoch mit dir da. Komm. Muss da hinten irgendwo sein. Ach, hier war ich doch schon mal, oder? Ja. Jo, moin. Okay. Ich speichere mal schnell. Drache und so, ne? Können wir schnell verrecken. Draufgehen, hops gehen, wie man es auch immer nennen möchte. Da will ich kein Risiko eingehen. Kein Risiko. Okay. Sieht mir verdächtig hier aus. Dragon? Oh, oh nein! Gott sei Dank habe ich gespeichert. Scheiße. Das war ja mega kacke. Okay. Na gut, jetzt wissen wir wenigstens, dass wir nicht runterfallen dürfen. So ein Kack. Okay. Er sitzt da unten ganz friedlich und wartet auf sein Frühstück. Okay, komme ich hier runter? Nein, das ist... Nein, da komme ich nicht runter. Nein, ich werde sterben. Nein. Oh Gott. Das war knapp. Ganz knapp. Okay, wir schleichen uns mal an. Da sitzt er. Ganz gemütlich. I kill you. Jetzt geht er echt da hoch?
Komm runter. Komm schon. Dich ist halt Verlass, Lady. Ursprünglich wollte ich hier gar nicht hin, aber naja. Auch gut. Okay, hier ist noch eine Burg zu entdecken. Sollte ich auch gleich mitnehmen, wenn ich jetzt eh schon hier bin. Das muss ja gleich um die Ecke sein. Genommen auf die Map. So, machen wir erstmal hier diesen markierten Ort weg. Wir machen diesen markierten Ort weg. So. Und ich wollte eigentlich hier hin, verdammt. Jetzt. Wo tut er mich hinführen? Ich kapiere es nicht so ganz. Ich verstehe es nicht. Gibt es hier keine Quest... Beschreibung? Irgendwie kapiere es nicht. Ja, das mag ich jetzt aber nicht. Ich will eigentlich das abliefern hier. Ich gehe jetzt einfach mal hier hin. Ich habe echt keinen Plan. Vielleicht habe ich den Ort noch nicht entdeckt. Und deswegen. Ich weiß es aber nicht. Aber hier zeigt es mir auch nichts an, ne? Ach, das war wieder das... Ja, das war ja aber das, wo ich war, ne? Das kann nicht sein. Ich muss hier hin. Aber... Ach, ich weiß es auch nicht. Ich würde sagen, ich mache hier mal einen Cut. Und dann sehen wir mal im nächsten Part von Skyrim, ob wir ein neues Pferd bekommen, ob wir noch mehr Drachen erledigen und ob wir diese Quest endlich abliefern können. Gell, Sonja? Also, bis dahin. Bye, bye.